Herzlich willkommen zu einem neuen Blinlab Livestream-Premiere. Heute geht es ganz um das Thema Software Defined Radio, kurz SDR. Bleibt auf jeden Fall dran, denn heute zeige ich euch, wie ihr mit so einfachen DVB-T-Stick-Empfänger für den Computer einen Weltempfänger basteln könnt. Und wir gucken uns auch so ein SDR, also so einen richtigen mal von innen an, ein bisschen genauer, erzählen was ein bisschen über E-Technik und ich zeige euch auch, was ihr bei unserem Makerspace im Winlab so alles machen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. So, dann fange ich mal damit an, was über uns zu sagen, nämlich den Winlab. Ja, also ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und habe hier so ein schönes Bild eingefügt, damit ihr mal so sehen könnt, wie es bei uns aussieht. Ich bin nämlich gerade zu Hause und damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, da es gerade derzeit halt schwierig ist, in die Räumlichkeiten zu kommen, weil einer bestimmten Anzahl von Personen dort sein dürfen. Deswegen mache ich das von hier aus. So, und ja, was ist das WinLab überhaupt? Das WinLab ist ein Makerspace, wie ich vorhin schon genannt hatte. Und das Besondere an so einem Makerspace ist halt, ist es wie eine offene Werkstatt und jeder kann dort hinkommen, aber man hat so den Schwerpunkt auf neue Technologien, auf Rapid Prototyping, 3D-Drucker, Stereolithografie, also SLA und Lasercutten, diese ganzen neuen Sachen, die ziemlich teuer sind und deshalb hat man diese Makerspace erschaffen, dass man jeder, ob man Student ist, ob man Schüler ist, sonst was, oder auch berufstätig, dass man einfach hinkommen kann in den Makerspace und dort basteln kann, sich mit anderen treffen kann, Kontakte knüpfen kann. Ja. Und dieses Makerspace-Movement ist schon ein bisschen älter, das ist MIT gestartet in den USA. Da gab es so einen Workshop, hieß How to Almost Make Everything. Und da ging es halt um 3D-Drucker. Und es ist halt so beliebt geworden, dass es dann regelmäßig dieser Workshop war. Und daraus hat sich dieses Makerspace Fab Lab Movement gebildet. Und ja, und das breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Es gibt immer mehr von diesen Makerspaces. Auch Firmen haben mittlerweile, so also große Firmen, haben innen drin ihr Firmengelände Makerspaces, wo ihre Mitarbeiter tuffeln können und in der Pause so ein bisschen rumspielen können. Ja, also. Und das WinLab befindet sich auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildau. Und wir sind Teil der Forschungsgruppe also Innovations- und Regionalforschung. Und seit 2014 haben wir die Ehre, User zu so bedienen, dass wir halt, seit 2014 gibt es uns. Und ja, und wenn ihr mal an der TH seid und das sich alles ein bisschen beruhigt hat, und dann sind wir im Haus 16 oben. Da. Aber wir haben auch immer am Open Lab Day überall Schilder stehen, damit du weißt, wo ihr hin müsst. Und apropos Open Lab Day, wir haben nicht jeden Tag offen, wir haben jeden Mittwoch offen. Also in normalen Situationen haben wir jeden Mittwoch von 9 Uhr bis 19 Uhr offen. Und jeden Samstag, jeden ersten Samstag im Monat. Und da könnt ihr halt zu uns kommen. Ja, und wir geben euch auch eine Erstunterweisung. Wir zeigen euch, wie die Geräte funktionieren. Also wenn ihr keine Vorahnung habt und Angst habt, oh, ich weiß gar nichts, nicht, dass ich blöd angeguckt werde, kein Problem. Wir alle haben neu angefangen. Ihr seid gern gesehen. Also es sind auch immer richtig viele da und richtig viele neue und man kann sich wunderbar untereinander verbinden. Und ja, und zusammen herumtüfteln, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Also das gibt es halt nicht nirgendwo. Diese Plätze, wo man zusammen tüfteln kann. Und es wird immer weniger. Es hat ja auch der Ursache, heutzutage repariert man ja auch nicht mehr so viel. Und ja, aber mit diesem Rapid Prototyping ist da also eine neue Ära entstanden, wo man jetzt Sachen bastelt und das halt so intuitiv ist vom Gedanke zum 3D-Objekt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, also ich sag euch mal so, was wir ungefähr im Lab haben. Also, wenn ihr reinkommt, durch den Eingang, habt ihr zu der linken Seite eine ganz normale Werkbank mit Schreibstock und ja, daneben ist ein Werkzeugkasten, ganz klassisch, und eine Bohrmaschine. Aber hier an der Seite ist ein E-Technik-Tisch. Da haben wir eine Lötstation, eine richtig gute sogar. Also nicht nur irgendwie so ein billiges Ding, sondern damit kann man löten und entlöten mit Kompressor. Wir haben auch normale Entlötdinger, die so zum Aufpumpen. Und ja, und ein Oszilloskop und eine Stromquelle, Wechselstrom und mal DC und so Gleichstrom.
Volt und einen Lötofen für SMD-Bausteine oder Reflow-Löten. Daneben haben wir unsere zwei Lasercutter, haben wir einmal einen kleineren und einen größeren. Unterschied ist eine Leistung, der andere hat ein bisschen mehr Leistung, der ist moderner, andere Bedienung, aber grundsätzlich sind die gleich. Ihr könnt dort alles lasern, außer Metall. Metall könnt ihr nur gravieren, das ist halt leider so. Man braucht da sehr viel Watt. Wir schaffen nicht mal 100 Watt, wir haben glaube ich 80 Watt bei den großen und bei den kleinen 60. Und da ist viel zu wenig, um Metall zu machen. Also da braucht man tausende Watt, tausend mindestens, damit man da durchkommt durch das Metall. Und aber Holz und sowas ist kein Problem. Ja, aber das würdet ihr bei der ersten Unterweisung erfahren, was man also machen könnt. Im genaueren Detail. Manche Sachen darf man nämlich nicht lasern, wegen die Qualm zu doll und so weiter. Ja, dann haben wir unsere zwei 3D-Drucker, unseren BCN3D sind die. Die haben sogar Zweidüsen-Technologie, also zum Schneller oder zum Spiegeln. Dann haben wir unsere Arbeitsplätze. Da befindet sich auch ein Plotter, wenn ihr jetzt Sticker machen wollt oder T-Shirt-Folien. Und solche Materialien, auch Holzplatten und Acryls, haben wir alles da, das müsst ihr nicht mitbringen. Das ist auch bei uns nicht teuer oder so. Wir sind kostendeckend, also wir machen jetzt nicht den Gewinnaufschlag, sondern es geht darum, die Kosten bei Null zu halten. Wir sind ja auch eine öffentliche Einrichtung, genau. Also, dass wir am Ende möglichst bei plus minus null rauskommen. Ja, und unter den Tischen habt ihr Material, was ihr kostenlos nehmen könnt. Das sind Reste. Also, auch wenn ihr was Kleines machen wollt, nehmt euch nicht gleich eine Platte, weil es ist einfach ein bisschen Verschwendung. Nehmt einfach so eine kleine, spart auch ein bisschen Geld. Ja. Und dann hierzu, dieses große Ding ist unser großer 3D-Drucker, ist nicht unser größter, aber der hat roundabout 1,5 Kubikmeter. Ja, nee, 1 Kubikmeter nicht. Aber der hat ungefähr 1 Quadratmeter Druckfläche. Also ist ziemlich groß. Man kann da wirklich coole Sachen mitmachen. Und zur rechten Seite haben wir auch noch zwei 3D-Drucker, einen mit ABS und einen normalen PA-Drucker. Den haben wir auch mal schon gezeigt. Alle 3D-Drucker wurden schon mal in irgendwelchen Workshops jetzt gezeigt, außer der Big Wrap. Und das ist der Big Wrap Studio und wir haben noch den Big Wrap One, das ist den größten, den wir haben. Der hat 1 Kubikmeter Druckfläche. Und ja, riesiges Ding. Hat auch verhältnismäßig große Düsen. Die anderen Drucker haben halt so 0,6 mm Düsen. Ja, hier machen wir unsere Erstunterweisung. Ja, sonst haben wir unsere Schreibtische, die Workstations, wenn man es so nimmt. Spinte haben wir auch, die könnt ihr mieten, wenn ihr das irgendwelche Sachen habt und ihr wollt ja nicht mit der Bahn mit nach Hause nehmen oder das ist halt so fragil, man will nicht ins Auto laden, kein Problem. Ja, und hier haben wir noch unsere Filamentsammlung. Ja, was halt wichtig ist, vor allem wenn wir jetzt dann wieder mal anfangen mit dem regulären Betrieb oder es irgendwann ganz normal wird, dann ist es wichtig, dass ihr vorher die Gewebe reserviert, sonst manche kommen einfach so, ist voll cool, ne? Aber wenn ihr den Gerät verwenden wollt, stellt ihr manchmal fest, oh, die Geräte verwendet ja schon anderer, weil ihr habt euch nicht online eingetragen, weil wir regeln das halt so, was man vorher halt einträgt, ja, Person XY will den Lasercutter benutzen, diese Uhrzeit, ja, und dann habt ihr Ass frei, sonst kommt man durcheinander oder dann kommt jemand und dann wird das gerade verwendet. Das würde man halt einfach eintragen, dann passiert das erst gar nicht. Ja, sonst haben wir noch den Greenspace. Der Greenspace ist unser Gartenprojekt, wo man jetzt nicht mehr, jetzt ist halt vorbei, jetzt kommt ja Winter, aber im Sommer und im Frühling könnt ihr dort euch am Gärtner versuchen. So auch Sachen ausprobieren wie automatische Bewässerungssysteme oder einfach sich mal draußen hinsetzen. Weil ja, so die Urbanisierung und so, wenig Grün, viel Asphalt, und das versucht man mit diesem Movement Urban Gardening entgegenzuwirken, auch Platz für Insekten zu schaffen. Wir haben auch ein Insektenhotel letztens gebastelt, wo es noch ein bisschen wärmer war. Ah, für die Bienen. Und genau. So. Ich habe euch jetzt noch kurz was gezeigt zum MinLab und dann würde ich euch auch was zum SDA sagen. Ich mache weiter. Genau. Also, oh, ich mache mir ein bisschen. Verschiebe mich mal ein bisschen, damit ihr das vollständig lesen könnt. Genau. Ach ja, meiner Person. Ich bin Felix. Ich bin wissenschaftliche Hilfskraft. Also studentische Hilfskraft, besser gesagt. Ne? Wissenschaftlich ist ein bisschen zu hoch. Aber ich bin dafür da, um User zu betreuen, Projekte wie dieses zu verwirklichen, Workshops, aber auch andere Sachen, den normalen Betrieb ermöglichen, meine Reparatur an so einem 3D-Drucker oder was anderes ausführen. Ja,
Und heute zeige ich euch was zum SDR, zum Software Defined Radio. Weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ihr was davon gehört habt, dann ist ja cool. Wenn nicht, man muss sich vorstellen wie ein Radio. Ne? Ein Radio empfängt hochfrequente Signale, Strahlung und wandelt die in irgendwas um, in irgendwelchen binären Signalen oder auch in hörbare Tonwellen, die wir als Stimme wahrnehmen. Und so ein Software Defined Radio kann man sich so vorstellen wie ein Rundfunkempfänger. Ne? Also gewöhnlicherweise ist das ein Radio, wenn das mein Auto kennt, ihr fängt an zu drehen, das fängt irgendwie bei 80 Megahertz an, AM oder FM. AM sind, und FM sind verschiedene Bänder, verschiedene Übertragungsarten. AM steht für Amplituden modelliert. Also, wenn ihr noch Physik kennt, Amplitude ist ja, wie hoch die Welle ausschlägt. Und je nachdem, wie hoch das ausschlägt, gibt das ein Signal, laut, leise, 0, 1. Bei FM, FM steht für Frequenz modelliert, das wird über die Frequenz gemacht. Also bei AM ist die Frequenz gleich geblieben und bei FM ist die Amplitude gleich. Ja. Und genau, und das, da empfängt man halt nur Radio. So. Und nur den Radio, den man in der Umgebung hat. Weil die sind auch so drauf getrimmt, die Radios, wenn man jetzt ein normales hat, dass die halt auch nur das empfangen und dann machen die auch noch das Rauschen weg und da geht auch viel verloren. Wenn man jetzt mal Beispiel andere Radiosender empfangen möchte, Beispiel, ich möchte jetzt den Radiosender aus Bayern empfangen oder sonst was. Oder. Also ziemlich schwer, weil die Frequenzen sich dann wahrscheinlich überlagern. Aber, oder Amateurfunk. Wenn man jetzt mal hören möchte, was machen, was reden eigentlich Amateurfunker? Oder CB-Funk. Das macht man mit einem Weltempfänger, weil der hat ein großes Frequenzband. Da kann man auch eine Frequenz eintippen, wie zum Beispiel 150 MHz. Oder 4 GHz. Ist alles möglich. Und dieses SDR funktioniert mit Mikrocontrol-Technik, also mit einer CPU wie ein Computer und nicht mit Röhren. Also normales Autoradio funktioniert ja auch nicht mehr mit Röhren, ist auch mit Chips und so weiter, aber das ist wesentlich rudimentärer und einfacher als so ein SDR. So ein SDR hat da viel mehr Software drin, viel mehr Hardware, ist viel präziser und ja, man hat viele Transistoren. Und diese Rechenleistung wird auf den Computer übertragen. Also der Computer rechnet das aus. Das SDR macht gar nicht so viel, macht zwar trotzdem was, wird warm im Betrieb, wird man merken, wenn man so ein Ding verwendet. Aber ja, und der Betrieb erfolgt durch Analog-Digital-Umsetzer vor allen Dingen. Da sind mehrere drinne, die die Funkwellen in digitale Signale umwandeln, wieder umwandeln und. Ein stetiges Umwandeln. Und ja, Vorteil ist, es ist wirklich günstig. Wie schon gesagt, die VPT-SIG-Empfänger kommen ja später dazu. Den kann man ja neu kaufen für wenig Geld oder alt oder man hat ein Ding zu Hause. Und hat es nie verwendet, weil man hat eigentlich gar kein DVB-T-Signal wahrscheinlich empfangen auf dem Fernseher. Das war immer so ein Trend. Ja. Und der Nutzen heutzutage ist Amateurfunk, denn das viele, eigentlich alle nutzen SDR. Es ist halt kostengünstig und man kann verschiedene Frequenzbänder beobachten. Auch sowas wie Satelliten empfangen. Satellitenbilder, das ist zwar mit so einem DVB-T-Stick nicht möglich, aber mit einem richtigen, handelsüblichen SDR geht das. Dass man Beispiel Wettersatelliten das Signal abfängt und dann ein Bild von oben hat, von sich selbst. Also kaum vorstellbar, aber man hat dann ein Selfie aus dem Weltraum, wenn man es so sieht. Oder halt Wetterdaten. Oder Mobilfunk und halt ziviler Rundfunk, wenn man halt jetzt ein Radio hören möchte oder so. Ja. Und ein Vorteil ist, Protokollwechsel ist einfach möglich. Also, weil das halt softwaremäßig alles basiert ist. Und man hat halt auch den Gestaltungsspielraum für Software von so einem SDR-Sachen. Ist Open Source, man kann da seine eigenen Sachen einfügen. Wahrscheinlich gibt es die schon, man muss sie nur finden auf GitHub oder so und hat einen sehr günstigen Einstieg. Also so ein richtiges Funkgerät kostet dann sehr viel Geld und mit so einem Amateurfunkgerät kann man auch viel falsch machen. Man braucht eine Amateurfunklizenz. Mit so einem DVB-T-Stick braucht man keine Amateurfunklizenz, weil das Ding kann ja auch nicht senden. Es empfängt nur und ist auch so ein Unterschied. So ein Normalfunkgerät. Genau. Aber es benötigt höhere Rechenleistung. Also das werdet ihr merken. Es zieht ein bisschen Kapazität von eurem Gerät. Und auf welchem Gerät läuft das? Das zeige ich euch jetzt. Also auf Linux gibt es was, auf Windows, Android, außer bei iOS. iOS geht leider leer aus. Das liegt an den Kompatibilitätsproblemen. Da hat sich iOS nicht so. Also die haben sich da. Die haben da ziemlich Probleme mit Treibern. Jedenfalls bei Linux ist das meist und mein Rat, was ich sagen würde, an der Software, was verwendet werden kann, GQRX SDR, könnt ihr einfach runterladen. Das ist auch ein Repository drin, ein Standardding. Strange Love, habe
Habe ich nicht verwendet, aber ich habe es mehrmals in den Foren gelesen. Und RTL, SDR, das ist somit. Die sind auch für die Treiber zuständig. Und ja, Windows hat jetzt ein bisschen mehr Software, aber gleichwertig. AirSpy geht weniger ums Spy, aber ist eine coole Software. SDR Uno, HDSDR. HDSDR ist ein ganz großes Open Source Projekt, was SDR betrifft. Die haben auch so richtige Komponente. Alles Open Source, richtig cool. SDRready.com. Es gibt auch browserbasierte SDR-Programme oder auch ganze Betriebssysteme, Beispiel wie GNU Radio. Ja, und dann auch GGURX. Und auf Android gibt es auch viel Software. Ich werde das mal zeigen, wie das mit SDR auf dem Android aussieht. Auch richtig cool, auch richtig einfach. Ihr braucht hauptsächlich ein Handy mit Micro-USB oder USB-C-Anschluss. Hat wahrscheinlich jedes Handy heutzutage. Und dann gibt es SDR Touch und FR Analyzer. SDR Touch kostet Geld. Bei mir funktioniert auch SDR Touch nicht so richtig. Ich glaube, das liegt, weil mein Handy nicht die Rechenleistung hat. SDR Touch hat aber über coole Funktion eigentlich. Wo es bei mir funktioniert hat. AF Analyzer ist dafür kostenlos und auch richtig cool. Und bei allen Programmen hat man auch einen Wasserfall. Also man sieht den Verlauf von den Funkwellen und so weiter. Man kann dann auch durch so einen Wasserfall, werde ich euch nachher zeigen, einfach erkennen, was ist was. Es gibt ja verschiedene Sachen. Ja. Und genau. Ja. Und sonst gibt es auch noch webbasierte SDR, Web-SDR. Da werde ich euch auch eins zeigen. Das ist so, finde ich, mit der beste Einstieg, weil da hat man keine Treiberprobleme. Man kann nicht so viel falsch machen. Genau. Und dann zeige ich euch das mal mit diesem DVB-T-Stick ein bisschen genauer. Da habe ich so einen DVB-T-Stick-Empfänger. Da könnt ihr auch jeden anderen nehmen. Der ist auch bestimmt schon uralt, das Ding. Und den DVB-T-Stick-Standard, den der empfängt, der wird auch, glaube ich, gar nicht mehr unterstützt. Das ist ja auch jetzt ein anderer geworden. Aber trotzdem könnt ihr die verwenden. Das Wichtige ist, diese ganzen DVB-T-Sticks, die haben einen bestimmten Chip drin, oder dann müssen sie drin haben. Die meisten haben ihn drin, nämlich den Realtek 2832U. Da müsst ihr einfach suchen. Ihr sucht nach der Marke, wie der heißt. Manchmal steht da hinten ein Modell immer drauf. Und dann sucht ihr nach SDR, schreibt ihr einfach dran oder gibt den Chip an von Realtek. Und dann werdet ihr es finden. Ja, die ganzen Sticks haben auch meistens diesen normalen Antennenanschluss, wie man von alten Fernsehern kennt. Ja, und wenn ihr den damals gekauft habt, dann habt ihr auch immer so eine Antenne dabei gehabt. So eine ganz normale Magnetfußantenne. Hier kann man sogar noch die Antenne abschrauben und eine andere drauf machen. Und ja, das reicht aus. Ihr braucht auch kein besonderes Verstärkermodul, weil ihr empfängt ja. Und ja. Und wenn ihr jetzt einen richtigen haben wollt, so einen richtigen SDR-Stick, könnt ihr den auch kaufen. Da ist aber mal auch nur der Chip drauf, der gleiche. Und der Vorteil ist, dass auf jeden Fall die Treiber funktionieren. Und ja, aber ich habe damit auch keine Probleme gehabt. Der funktioniert ja auch wunderbar. Bei mir auf dem Handy, bei Android und auch auf dem PC. Ja. Wenn ihr die Software runterlädt und den reinsteckt, den USB-Stick, dann wählt ihr den einfach aus, den USB-Port. Und ja. Und das war's dann auch. Dann wird es auch erkannt. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr jetzt euren DVB-T-Stick-Empfänger mit der Antenne zusammen an euren Computer angeschlossen habt, die Antenne gut platziert habt, das zeige ich euch dann noch, wie ihr die ein bisschen platziert. Und dann, dass euer gewünschtes Programm öffnet, beispielsweise GUKRX, Linux oder auch auf Windows, dann könnt ihr auch schon losgehen. Wenn ihr die Treiber installiert habt, eigentlich wenn ihr das installiert habt, euren SDR-Software, wird es eigentlich auch schon mit installiert. Wenn nicht, bei Linux, bei Debian ist es schon der Repository drin. Da müsst ihr nur danach suchen. Könnt auch in der Anwendungserweiterung gucken, da ist es auch vorhanden. Ja, und dann seid ihr auch schon dort drinne. Und hier oben wählt ihr das aus. Das wird wird aus komischen Gründen hier nicht angezeigt, aber ihr wählt ja einfach euer Gerät aus. RTR, SDR oder halt es, oder manchmal erkennt das auch es alleine, das kommt drauf an. Ja, und ja, hier zu rechten habt ihr alles zu euren Frequenzen zum Einstellen. Hier ist eigentlich nur wichtig der Mode, was ihr empfangen wollt. Wenn ihr beispielsweise Radio empfangen wollt, dann wählt ihr dort AM, FM aus oder auch
USB oder auch CV. CV ist halt Morse. Also das ist halt wirklich nur an, aus. Mehr wird da nicht gesendet. Bei den anderen Sachen ist da viel mehr Frequenzraum drin und so weiter. Ja, sonst weiter nichts. Auch ein Noise Blanker und halt ein Scratch zur Rauschunterdrückung. Am Anfang würde ich das halt nicht empfehlen, damit man halt so ein bisschen das mal hört und das Rauschen. Ja, dann geht ihr hier auf Play und dann seht ihr, wie das hier läuft, die Signale auf den Wasserfall. Den könnt ihr auch noch einstellen, die Farbe und so weiter. Aber standardmäßig ist das total okay. Ich empfange jetzt hier nichts, weil ich habe gerade hier keinen Empfang drin. Deswegen sieht das ja etwas mau aus. Und mit dem Scrollen könnt ihr Feuerbands auswählen. Hier ist ja wirklich halt nichts, was man empfangen kann. Nur irgendwelche einzelnen Punkte. Ja. Und das werdet ihr mit der Zeit erfahren, was ist ein richtiges Signal, was nicht. Hier ist jetzt nichts Besonderes dabei, weil halt, wie gesagt, kein Empfang. Aber ich zeige das dann bei dem WebASTI, wie so ein Programm halt, was halt wie aussieht, was halt was ist und was nicht. Was ist so ein Störsignal? Was ist so ein richtiges Radiosignal? Oder was ist auch Amateurfunk? Und zu der Sache, was darf man hören? Das ist ja, der Funk ist ja kein rechtsfreier Raum. Ihr müsst euch keine Angst haben, ihr empfängt ja nur, ihr könnt ja nichts kaputt machen, so nach dem Thema. Aber sonst halt, ist immer halt mal gucken, wenn ihr jetzt ein bestimmtes Frequenzbereich hören wollt, darf man den hören. Beispiel Flugverkehrfunk, den darf man nicht hören. Das ist halt sicherheitstechnisch. Den kann zwar jeder empfangen, aber trotzdem ist das Datenschutz und so weiter. Das ist auch bei den ganzen SDR-Programmen auch angezeichnet. Also man sieht dann, ah, hier ist Flugband und so weiter. Ja, aber es kommt immer drauf an. Genau. Aber wir, uns geht es ja jetzt nicht um den Flugfunk, sondern halt um alles Mögliche. Und bei den Amateurfunkbändern sind die weit verbreitetsten halt, wo die meisten Funkamateure sind halt auf dem 2-Meter-Band oder halt auch, ja, CB-Funk, CB-Funker. CB ist ja Jedermannsfunk, da braucht man keine Funklizenz. Ja, aber dafür, für CB-Funk braucht man dann schon ein richtiges SDA. Also, das kostet jetzt auch nicht die Welt, kostet glaube ich 30 Euro. Aber also mit meinen auch, mit den meisten DVB-T-Sticks empfängt man das nicht. Das sind glaube ich 30.000 oder so, 30 Megahertz. Weiß ich nicht genau jetzt, aber ja. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr am besten die Antenne aufstellt und was ihr da beachten könnt. Und wie ihr auch eure Antenne selbst bastelt. Kommen wir mal zu der Antenne und wie man die am besten aufstellt. Also bei den meisten DVB-T-Sticks war nur so eine ganz kleine Antenne dabei. Und da ist es besonders wichtig, dass ihr die, eigentlich bei jeder Antenne auch, möglichst im Freien aufstellt. Und also ein Fenster reicht meistens aus. Oder ihr macht das Fenster auf und stellt sich ein Fensterbrett. Wenn ihr den Platz habt, wenn ihr draußen seid, dann am besten halt nicht innerhalb von so einem Wohngebiet, wo viele Blöcke sind, sondern wo halt viel Luftlinie ist, dass man wirklich einen guten Empfang hat. Ihr könnt eure Antenne selbst basteln. Da ist halt wichtig, wie lang das Kabel ist. Nicht das Kabel, die Antenne ist. Die darf jetzt nicht beliebig lang sein. Aber da gibt es ganz viele Guides im Internet. Einfach gucken, wie man SDR-Antenne bastelt und so weiter. Da ist auch noch wichtig, dass man unten so eine kleine Spule sich formt mit einem Ferritkern, damit das entstört wird. Ja. Und sonst steht da auch nichts im Wege. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wenn ihr nur so mal Lust habt, euch das SDR mal anzugucken, wie das so ist mit dem Web-SDR. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach das empfangen und euch mal einen guten Einblick mitmachen. Und ja, da ist halt der Vorteil, die Technik da ist halt wirklich krass. Die haben richtig gute Antennen auf verschiedenen Bändern und ihr habt auch keine Probleme mit der Leistung. Dann kommen wir mal zu dem WebRCA und wie schon gesagt, so ein WebRCA ist so ein gehosteter SDA von einem User, von der das halt zur Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Hier seht ihr so ein Ding, das halt mit der LAN-Buchse verbunden und ja, ihr könnt da einfach drauf zugreifen. Ein ganz bekannter ist der WebRCA in den Niederlanden, in Enschede. Tut mir leid, wenn ich es nicht ausspreche. Aber jedenfalls dort in der Universität kann jeder darauf zugreifen. Und genau, die haben auch noch verschiedene Links hier, solchen Sachen wie den Empfang, was man so empfangen kann. Und ja,
dann fängt es auch schon an, sobald ihr die Seite lädt. Und dann seht ihr den Waterfall. Den können wir auch ausstellen. Und das Herzstück ist eigentlich hier, wo ihr eure Frequenz eintippen könnt und euer Band. So, hier sind wir gerade bei USB und 9400 Kilohertz. Wir wollen mal ein bisschen zurück. Ein bisschen weit. Und hier sieht man auch die verschiedenen Amateurfunkbänder. Beispiel 10, 10 Meter, 31 Meter. Also die Welle, die hat ja dann wirklich eine Wellenlänge von so 20 Meter, wie man Physik kennt, oder halt kleiner. Und desto kleiner die Welle, desto weniger stark kann sie sich weit ausbreiten. Beispiel Mittelwelle kann da wirklich weit oder die Langwelle. Dann hat man wirklich hohe Reichweiten, aber keine Bandbreite so richtig. Also da ist nur Morsen drinne. Und bei den kürzeren ist halt mehr die Gespräche, also 2 Meter Band. Ja, wir können ja mal zu 100 gehen. Hier wird wahrscheinlich sehr viel sein. So ein bisschen reinzoomen. So. Und da seht ihr halt auch, hier sind verschiedene Sachen eingetragen, Beispiel EWD, Pinneberg, wahrscheinlich ein Radiosender. Mal ein bisschen weiter. Man muss einfach sich so lang ziehen, da sieht man auch hier den Langwellenfunk. Und ganz viele Sachen, also wie auch zum Beispiel hier Sender aus Russland, aus Polen, hier genau Polski Radio. Ich mache das jetzt nicht an, wegen rechtlichen Gründen, weil Rundfunk ist ja immer so eine Sache. Und bei Amateurfunk müsste ich ja die, dann habe ich jetzt nicht die Erlaubnis mir eingeholt, den Funk halt zu zeigen. Deswegen habe ich jetzt den schon stumm. Aber ihr könnt das ja euch, ihr könnt euch einfach selber einen Eindruck machen. Ja. Und hier seht ihr auch mal ein paar Morsezeichen. Ah, jetzt bin ich raus. Hier. Also das sind halt bekannte halt an Punkten und langen Striche. Das ist Morsecode. Diese dicken, fetten Balken hier, das ist Digitalfunk. Das ist einfach nur ein lautes Rauschen. Man muss da aufpassen, wenn man drauf geht. Tut echt weh in den Ohren. Ja. Und sonst, ja, was halt auch beliebt ist, so in diesem ganzen Amateurfunk, so dieser Einstieg, sind diese sogenannten Zahlensender. Und das ist so eine Sache noch aus dem Kalten Krieg. Oder, weiß nicht, vielleicht noch länger war das. Und nämlich verschlüsselte Nachrichten zu schicken. Und jetzt Beispiel an Agenten oder sowas oder Diplomaten, die jetzt Beispiel im Ausland waren, die Nachrichten zukommen zu lassen und möglichst, dass keiner anderer von mitkommt. Da hat man Zahlensender genommen und eine bestimmte Uhrzeit wurden verschiedene Zahlen durchgegeben oder ein bestimmter Code und der wurde halt entschlüsselt und hatte man seine Nachricht. Und da gibt es heute auch noch ein paar. In unserem Facebook-Beitrag der Mecker-Gruppe wurde aus dem Post gepostet, wo mehr darüber stand, über diese Zahlensender. Wir können es auch mal angucken aus Russland. Ich habe mal kurz finden. Genau, nämlich The Buzzer. Das ist so ein Buzzer-Ton. Und da gibt es noch einen anderen, der heißt The Pip. Das sind mit die bekanntesten. Genau, das Array Audible hier in Daytime. Das kommt doch mal drauf an. Aber hier sieht man in dem Wasserfall, dass er gerade ausgestrahlt wird. Diese langen Striche. Das ist ja, dieses macht so ein technisches Geräusch. Und ja. Genau. Und da gibt es auch mehrere. Ganze Foren sind darüber, über diese Zahlensender, was das letztendlich ist. Die meisten sind wahrscheinlich irgendwelche technischen Einrichtungen, die strahlen und dann hört sich das halt so komisch an oder ja. Auf jeden Fall eine coole, lustige Sache. Und genau, es gibt noch mehrere SDRs, es gibt so welche in Deutschland. Wenn ihr beispielsweise mehr in Funk einsteigen wollt, einen Funkschein habt und wissen wollt, ah, kommt mein Signal bis dahin, dann guckt ihr Ort XY, Web SDR, und da ist zufällig einer, könnt ihr sehen, ah, mein Signal kommt so viel weiter weg, nach, was weiß ich, 10 Kilometer ist er entfernt, oh, mein Signal kommt 10 Kilometer weit und klingt so. Ist auch eine coole Sache. Oder Beispiel, wenn man seinen eigenen hat, kann man auch die Signale um einen herum sehen. Da muss man halt jetzt nicht, müsste man jetzt nicht scannen. Ja. Und sonst, ihr könnt auch Sachen aufnehmen direkt. Chat habt ihr ja auch. Auf jeden Fall wirklich eine coole Sache.
Und ihr könnt wirklich so viel damit anfangen. Chinesische Sachen. Also, es ist wirklich erstaunlich, wie weit man doch hören kann. Genau. Und jetzt würde ich euch nochmal so ein Web-SDR von Inn zeigen. So einen richtigen, technischen, kommerziellen. Und ein bisschen was so sagen, ja, wie was da funktioniert. Hier ist so ein richtiger SDR. Also, den man halt nicht mal in den Laden kaufen kann. Und das Besondere ist halt, man sieht halt, ist da wirklich viel Technik drin, ne? Und viele Steckplätze, damit man Erweiterungen reinstecken kann, wie Beispiel ein Quarzkristall, zum besonderen, habe ich selber nicht verwendet, weil ich ihn nicht brauche. Aber damit kannst du halt dann noch, könnt ihr noch mehr und genauer anfangen. Ja. Und wie man schon sieht, sind hier verschiedene Mikrochips drauf und die Signal verarbeiten sind. Also vor allem die analog-digitalen Sitze sind so diesen Schild hier runter, damit die von Strahlung abgeschirmt sind. Sonst würde es halt das Signal verfälschen. Ja. Genau, ihr habt da auch. Hier sieht man hinten neben dem Prozessor so einen kleinen Quarzkristall. Ja. Und halt, man hat halt mehrere Eingänge und dass man Beispiel auch einspeisen kann. Wenn man jetzt Beispiel richtiger Amateurfunker ist, könnte man hier noch von seinem Funkgerät das Signal einspeisen und dann hätte man einen Wasserfall, wenn das das erste Gerät nicht unterstützt. Und mit so einem Ding kann man auch Wettersignale empfangen, Wetterbilder, wie ich schon vorhin erzählt habe, weil das Ding ist wirklich viel genauer. Es hat ein viel höheres Frequenzspektrum. Ich glaube, das hat so ein Spektrum bis 5 Gigahertz. Und da kann man halt viel mit empfangen. Ja, war wirklich cool und weil das halt ein universeller Anschluss hier ist, kann man auch verschiedene Antennen sich selbst basteln. Ja. Und genau. Das war's dazu. Ich hatte euch ja vorhin was erzählt mit Android und SDR und wenn ihr euch das mal angucken wollt, ladet euch einfach die App RF Analyzer herunter. Also die habe ich ausprobiert und die hat eigentlich gut funktioniert, deswegen kann ich die empfehlen. Und ja, braucht dann einfach einen Adapter, damit ihr USB auf USB-C bekommt oder auf Micro-USB. Und dann kann das schon losgehen. Ihr müsst dann vielleicht noch die App ATL SDR Driver herunterladen, damit ihr das in Betrieb nehmen könnt. Kommt drauf an, manchmal geht's nicht, manchmal ist das schon mit dabei. Genau. War es jetzt auch leider mit unserem Online-Workshop. Es neigt sich langsam zum Ende. Und solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie gerne in den Chat. Dann werden wir sie beantworten. Und ich wollte noch was sagen zu den nächsten Live-Workshops, nämlich nächste Woche am 25.11. geht es um parametrisches Design und darauf die Woche am 2.12. um 3D-Scan. Und wir haben halt jeden Mittwoch um 16:30 Uhr machen wir den Workshop auf YouTube, wie heute. Dann halt, die werden live sein, also keine Premiere. Sonst, genau, hoffen wir, dass wir uns wieder sehen und folgt uns auf Instagram und in die weiteren sozialen Plattformen. Lasst uns ein Abo hier da, damit ihr nichts verpasst. Und genau, bis zum nächsten Mal.